Hier ist MH17 also am 17. Juli 2014 gestartet, Flughafen Schiphol, Amsterdam, Niederlande. Er ist 1916 als Militärbasis gegründet worden und heute Europas viertgrößter Flughafen mit 55 Millionen Passagieren jährlich. Letztes Jahr war ich geschockt zu hören, dass es selbsternannte Experten gab, die behaupteten, die Boeing 777 wäre niemals hier gestartet. Demzufolge wären die Leute auch gar nicht umgekommen, sondern es sei ein Leichencontainer präpariert und über Donbass abgeschossen worden. Ich habe so die Angewohnheit, in dieser Recherche allen Dingen nachzugehen, so verrückt sie auch klingen, und möchte deshalb diejenigen, die diese für die Angehörigen doch sehr schmerzlichen Äußerungen aufstellen, davon überzeugen, das zurückzunehmen. Denn es schadet der Wahrheitsfindung allgemein. Und ich möchte drei Aspekte einwerfen in die Diskussion. In den Trümmern von Grabovo habe ich eine Flugbuchung gefunden und mir kopiert. Es handelt sich hier um eine vierköpfige holländische Familie. Und von Malaysia Airlines habe ich die Flugliste einsehen können und alle vier Namen stimmen überein. Ich habe darüber hinaus gestern ein Treffen mit Robby Oehlers gehabt, der seine Cousine in dem Absturz verloren hat und der kein Problem damit hat, seinen Namen genannt zu wissen. Heute hatte ich noch ein Gespräch mit einer Mitarbeiterin von Malaysia Airlines am Schalter, die dabei war, als Check-in stattgefunden hat und die noch heute sichtlich darunter leidet. Vor allen Dingen mit Blick auf die vielen Kinder, die damals eingestiegen sind. Aber natürlich auch die Journalisten, die anschließend versucht haben, Tränen zu provozieren, um schöne Bilder zu bekommen. Das ist natürlich auch eine Sache, die ja nicht sonderlich toll ist. Sie sagte mir, sie hätte gehofft, die Menschheit würde lernen aus diesem großen Blutzoll unschuldigen Lebens, aber hat jetzt mittlerweile keine Hoffnung mehr auf Klärung des Falls oder überhaupt eine Besserung der Menschheit. Und deshalb möchte ich als Quintessenz dieses kurzen Videos vielleicht eins zurücklassen. Wenn jemand kommt und sagt, die Sonne würde sich um die Erde drehen, dann muss er sehr, sehr starke Beweise dafür bringen und nicht einfach irgendwelchen Quatsch behaupten. Je stärker die Behauptung, desto stärker müssen auch die Beweise sein.